Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Weihnachten ist eigentlich die beste Zeit, um Jesus zu erkennen. Die Seele eines Menschen hat Sehnsucht nach etwas Höherem. Warum lebe ich, hat sich schon jeder gefragt. Gibt es einen Gott, der mich liebt? Und ich sag dir, was du wirklich suchst, wirst du auch finden. Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Weihnachten ist eine schöne Zeit und das ist eigentlich ein typisches Bild für Weihnachten. Viel schöne Dinge. Wir haben gedeckte Tische und wir suchen eigentlich an Weihnachten so vieles. Wir suchen manchmal gutes Essen. Weihnachten ist im Jahr ungefähr das Einzige, wo man so richtig gutes Essen, klar gibt es auch Ostern, aber richtig gutes Essen. Und wisst ihr, was an Weihnachten für manche ganz, ganz wichtig ist? Ganz, ganz, die Gans. Ich glaube, jeder hat schon ein Gans-Erlebnis. Ich für mein persönliches Empfinden finde Gans was ganz Ungemütliches. Könnt ihr euch die Situation vorstellen, die ich jetzt schon öfters erlebt habe, nicht nur bei uns zu Hause? Die Gans kommt, also wird gebracht. Sie steht auf dem Tisch und dann heißt es, hoffentlich ist sie durch. Seht ihr, ich treffe voll drin. Hoffentlich ist sie durch. Hoffentlich schmeckt es euch auch. Die anderen sagen, oh, so ein großer Vogel. Ja, und dann geht's los. Wer könnte da mal anfangen, das Ding abmontieren oder auseinander? Ich habe mal Maschinenbau gelernt, drum kommt. Ja, also, aber ich bin da überhaupt nicht Fachmann drin. Dann kommt man mit so einem Riesenmesser daher und versucht, wo fange ich an? Darum und darum. Und ja, wer will ein Stück da? Ach, schau mal, ach, das ist durch, ja? Das ist durch, ja, okay. Ach, da unten, ach, da hätten wir es doch noch länger drin lassen sollen. Das ist eigentlich die Weihnachtsidylle, die man hat beim Weihnachtsgansessen. Wer kennt das alles? Wer kennt das? Okay, also, das ist so eine Sache, wie Käsekuchen hat auch seine Dynamik, aber so das Weihnachtsgansessen. Also, was suchen wir an Weihnachten? Weihnachten ist so auch ein Bild für gutes Essen und hier haben wir einen schön gedeckten Tisch. Weihnachten, wir suchen auch Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist was ganz Schönes und wenn wir die Bibel richtig lesen, sehen wir, dass eigentlich Gemeinschaft von Gott gewollt ist. Daher kam eigentlich Jesus auf die Erde, dass wir immer mit ihm Gemeinschaft haben können, dass wir immer mit ihm zusammen sein können, nicht nur an Weihnachten. Viele Menschen und auch Christen denken hauptsächlich an Weihnachten, an Christus. Und sonst ist eigentlich nicht viel los, sind sie nur Christ. Aber wir haben eigentlich das Vorrecht, das ganze Jahr mit Gott Gemeinschaft haben, mit Jesus Gemeinschaft haben. Und wenn wir nicht nur Gemeinschaft in der Kirche haben, sondern auch im persönlichen Leben, ist doch das was Wunderbares, stimmt's? Wenn man da Gemeinschaft haben kann. Und das ist schön, wenn man es an Weihnachten immer wieder praktiziert. Ihr wisst ja alle, dass Weihnachten nicht eigentlich die Geburt Jesu war, nicht das Datum der Geburt Jesu. Ich glaube, irgendwann hat man ausgerechnet, muss im August gewesen sein. Aber man hat ein bestimmtes Fest, irgendwo 300 nach Christi, glaube ich, war das, also ein paar Jahre später, hat man das Fest hergenommen, um auch da die Geburt Jesu zu feiern. Also da gibt es viele historische Dinge, die das erklärt. Aber nicht das Fest ist es. Ostern fällt auch nicht immer auf den Tag, wo eigentlich Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Wichtig ist es, dass wir den Sinn von Weihnachten begreifen, dass wir wirklich Gemeinschaft mit Jesus haben können. Er kam auf die Erde, dass wir Gemeinschaft haben können. Und wenn wir das sehen, ihr Lieben, wir suchen so viel an Weihnachten. Wir suchen die perfekten Geschenke.
Und Weihnachten ist manchmal oder für manche nur ein Geschenkegeschäft, ein Geschenkefest. Und ihr kennt das alles mit den Geschenken. Man freut sich und wenn man es ausgepackt hat, hat man sich zu freuen. Und mancher denkt schon drüber nach, was kann ich mit diesem blöden Ding anfangen. Und dann gibt es aber auch die Geschenke, die so richtig zu Herzen gehen, wo du sagst, Mann, das ist ein richtiger Volltreffer. Und das ist nicht unbedingt ein teures Geschenk. Wenn du zum Beispiel, das ist uns gestern auch so gegangen, wenn du von deinem Enkel ein Geschenk bekommst, eine Handzeichnung, du kannst nichts erkennen, aber da ist so viel Fantasie drin, das ist so ein richtig wertvolles Geschenk, stimmt's? Und ich glaube, das hilft uns immer wieder, die Kinder helfen uns immer wieder, herunterzukommen, mal wieder drüber nachzudenken, was ist eigentlich wirklich in dieser Welt, wo alles höher, breiter, weiter sein soll, was ist wirklich das richtige Geschenk? Wenn wir sehen, am ersten Weihnachten, also an dem Tag, wo Jesus geboren wurde, da hatten eigentlich die Geschäfte überhaupt keinen Sinn für Weihnachten. Da hatten die Restaurants noch keine Weihnachtsbäume oder Dekos, sondern es war eigentlich ein ganz normaler Tag, wie jeder andere. Und keinen hat es interessiert, außer ein paar wenige. Und nur die Ausschau hielten. Und das waren die Engel, die Ausschau hielten, die haben es erkannt. Was haben wir heute alles für Ausschau? Wo schauen wir überall hin an Weihnachten? Wir haben gigantische Beleuchtungen in unseren Städten und Weihnachtsmärkte. Man kann für relativ wenig Geld auch für zu Hause gigantische schöne Dinge kaufen für Weihnachtsbeleuchtung. Wo schauen wir heute hin? Die Engel haben wirklich begriffen, was da wichtig war. Und da heißt es, ihr werdet das Kind in der Krippe finden. So unspektakulär, ihr werdet das Kind in der Krippe finden. Die Hirten haben gesagt, lasst uns gehen und lasst uns Jesus sehen. Und ihr Lieben, auch die Weisen gingen hin. Was willst du an Weihnachten finden? Nach was suchst du? Und ich sag dir, du wirst das finden, nach dem du suchst. Suchst du nach irgendwelchem Glitzer, Glamour, wirst du es finden. Suchst du nach gutem Essen, du wirst es finden. Es ist einem schon fast über, wie viel Essen derzeit in unserem Land überall angeboten wird. Es ist sowas von Wohlstand und da können wir Gott nur Danke, wir können Gott nur Danke dafür sagen. Aber es lenkt doch so viel ab von dem Wahren, dem, was wir suchen. Wir haben schon so viel gesucht, du hast einen Job gesucht, du hast irgendwie das und jenes gesucht, ein Auto, ein Kleid, ein Backofen und was auch immer. Aber ich sage dir, wenn du ganz ehrlich bist, suchst du doch irgendwas für dein Herz, wo dich wirklich im Herzen berührt. Und viele Menschen berührt gar nichts mehr groß im Herzen, weil sie müssen nur noch mit lauter Musik, hellen Lampen und viel, viel Ablenkung überhaupt das Herz, der Herzensschrei übertönen, dass man praktisch den Herzensschrei, den eigenen nicht hört, sondern dass man sich irgendwo beschäftigt mit solchen Dingen. Aber wenn du dann nachts im Bett bist, dann ist doch dein Herz da, wo es sagt, ist einsam, ich brauche was, mir fehlt was. Und ich sage dir, in Matthäus 7,7 heißt es, sucht und ihr werdet finden. Und das ist genau auch das, suche und du wirst es finden. Und Jesus lässt sich finden. Auch damals im Stall, er hat sich finden lassen. Aber der Stall, du musst nicht mehr zum Stall gehen, sondern du kannst einfach zu Jesus beten, sagen, ja, Herr Jesus, ich möchte dein sein. Und das ein einfaches Gebet hilft da. Bringt dir etwas, was dir kein reicher Onkel von Amerika geben kann. Ein einfaches Gebet hilft dir da, das zu geben, was du brauchst. So vieles wird heute interessanter präsentiert als
Jesus. Und ihr Lieben, egal ob Kirche, ob Kaufhaus, ob Weihnachtsmarkt, es wird so viel präsentiert und so viel Großartiges gemacht, aber finden wir wirklich Jesus darin? Und um das dreht sich's doch. Könnt ihr euch vorstellen, wir feiern einen Geburtstag und viele interessiert nicht, wer Geburtstag hat, sondern man feiert eine Riesenparty weltweit, auch andere Religionen, die gar nicht Jesus als ihr Erretter haben, aber weil es halt schön ist, die Lämpchen und auch schön ist, die Geschenke, feiert man irgendwo Weihnachten, man weiß gar nicht mehr, was Sache ist. Manche suchen in der heutigen Zeit die Kurve, um Weihnachten zu kommen, dass man zwar Weihnachten feiert, aber möglichst nicht Christus betont oder Christ irgendwo im Wort drin hat, in der Feier drin hat. Und da gibt es so viele andere Wörter dafür und man feiert einfach irgendwo Weihnachten drumherum. Man sucht Frieden, man sucht Besinnlichkeit, aber ich sage dir, man findet sie nur bei Jesus. Und nicht, wenn man sie irgendwie wegorganisiert oder irgendwo meint, es moderner machen zu müssen. Ja, ihr Lieben, die Medien und auch die Welt bietet so vieles anderes an, Alternatives an. Und ihr Lieben, okkulte Dinge, Esoterik und all diese Dinge, Entspannungspraktiken, all diese Dinge, die bei uns sehr, sehr viel an Land gewonnen haben, weil die Leute brauchen das wirklich. Aber mit welcher Motivation ist das? Die Motivation, eigentlich in irgendwelche Entspannungssphären reinzukommen oder entspannen mit Jesus. Und ich sage euch, entspannen mit Jesus, da entspannst du und bist auch noch frei. Mit mancher anderen Technik entspannst du und du spürst, irgendwas ist um dich, was eigentlich nicht sein soll. Und da müssen wir wirklich auch aufpassen. Was ist Weihnachten ohne Weihnachten? Was ist Weihnachten ohne Jesus? Die Seele eines Menschen hat Sehnsucht nach etwas Höherem. Warum lebe ich, hat sich schon jeder gefragt. Gibt es einen Gott, der mich liebt? Weihnachten ist eigentlich die beste Zeit, um Jesus zu erkennen, um wieder zu sagen, Jesus, kenne ich dich wirklich? Bist du wirklich mein Herr? Bist du wirklich meine Hilfe? Und ich sage dir, was du wirklich suchst, wirst du auch finden. Kennt ihr das? Ihr verliert was, Autoschlüssel vielleicht oder irgendwie, das sagen wir mal so, du verliebst dich, es hat viele da, die sind schon lang verliebt, die sind schon verheiratet, aber du verliebst dich und, oder sagen wir mal so, du feierst silberne Hochzeit. Und dann zur silbernen Hochzeit lädst du die ganze Familie ein. Und du weißt noch, das eine Bild von der Hochzeit, das brauchst du und das möchtest du zeigen und nirgends ist das Bild. Du gräbst die ganzen Schränke durch und überall suchst du und nirgends ist das Bild zu finden. Du findest es garantiert, weil du hörst nicht auf, bis du das Bild gefunden hast. Stimmt's? Und so sollten wir auch das suchen, was unser Herz braucht. Suche, bis du es gefunden hast. Und Jesus sagt, komm zu mir. Er sagt mit offenem Arm, sagt er, komm zu mir. Und ihr Lieben, er möchte uns drei Geschenke geben. Ich habe heute mal drei rausgesucht, er hat viel, viel mehr. Drei Geschenke und ein Geschenk davon ist Vergebung. Vergebung ist das beste Geschenk. Und ich habe das jetzt mal so einpacken lassen, möchte es mal hier hinstellen. Vergebung. Vergebung. Wir lesen in Lukas 2, Vers 1. Heute ist für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt gekommen. Er ist Christus, der Herr. Lieben, wir sind nicht perfekt, aber Jesus. Und er möchte, dass wir wirklich in sein Bild verwandelt werden, wie es auch in der Bibel heißt. Und ihr Lieben, wenn unser größtes Bedürfnis
ist, Frieden zu haben, wenn unser Bedürfnis ist, Rettung zu haben, da ist er gerade der Richtige. Unser inneres Sehnen ist Geborgenheit, Liebe, Zukunft, Vergebung. Und wir können dieses haben durch die Vergebung, die Jesus für uns am Kreuz errungen hat. Durch diese Vergebung können wir Zugang haben zum Vater und all diese Liebe, diese Geborgenheit und auch die Zukunft haben. Das wertvollste Geschenk ist Vergebung, weil Vergebung schafft uns die Gegenwart Gottes, schafft uns der Zugang zum Herzen Gottes und das ist so wichtig. Manche möchten zu Gott kommen oder Gott, wo bist du und Gott, was machst du denn und so weiter. Wir können nur zu Gott kommen durch Vergebung und das hat Jesus Christus für uns gewirkt und deshalb kam er auf die Erde, dass es für uns tun kann, damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Das ist das wertvollste Geschenk. Und durch diese Vergebung kannst du heute in eine Beziehung mit dem lebendigen Gott kommen. Apostelgeschichte 10, 43 heißt es, schon die Propheten haben in ihren Schriften vorhergesagt, dass durch Jesus allen Menschen die Sünden vergeben werden, wenn sie an ihn glauben. Also, da steht es ganz klar geschrieben. Rettung brauchen aber nur die, die sich nicht selber helfen können. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wir können uns nicht selber helfen. Wir können uns nicht selber in einen Himmel beamen oder sonst, sondern wir brauchen diese Rettung. Am leichtesten ist jemand zu retten, der nicht mehr kann. Drum finden auch gerade die Menschen, die vielleicht kurz vor dem Tod sind, relativ leicht zu Jesus, wenn sie das Angebot haben, weil sie wissen, niemand kann mir mehr helfen. Aber ich möchte hier nicht enden, sondern möchte eine Ewigkeit haben, eine schöne Ewigkeit. Also jemand, der wisst ihr, auch wenn jemand am Ertrinken ist, den kannst du am leichtesten retten, wenn er sich nimmer groß bewegt. Wenn er um sich schlägt, ist das so schwierig. Und wir schlagen manchmal auch so um uns, wo wir sagen, wir kennen das und wir sind ausgebildet für das, wir kennen das Wort Gottes, wir gehen in die Kirche und schlagen um uns. Aber wenn wir mal zur Ruhe kommen und sagen, eigentlich brauche ich was ganz anderes, ich brauche Jesus. Ich brauche nicht eine Religion, ich brauche Jesus. Ich brauche eine Herzenswärme, ich brauche jemanden, dem ich begegnen kann. Und das ist so wunderbar. Ein weiteres Geschenk, ihr Lieben, das wir bekommen von unserem Herrn Jesus, ist Frieden. Und das ist dieses Paket, Frieden. In unserer heutigen Zeit erleben wir so viel Unfrieden. Und dort, wo Friede genannt wird, ist kein Friede mehr da. Dort, wo Friedensverträge gemacht werden, wissen wir, halten die Verträge kaum einen Tag diesen Frieden. Und wir kennen aber einen, der wahren Frieden macht. Und das ist wichtig. Wenn du sagst, ja, wie sieht es in dieser Welt aus? Er könnte doch da Frieden machen. Er ist gekommen, um in deinem Herzen Frieden zu machen. Und wenn viele Menschen ihn annehmen und den Frieden annehmen, die Menschen, die in diesem Frieden Gottes miteinander leben, da spürt man dann der wahre Friede, der von oben kommt und nicht von irgendwelcher Vernunft oder so. Lukas 2, Vers 14 heißt es, Gott im Himmel gehört alle Ehre, denn er hat den Frieden auf die Erde gebracht für alle, die bereit sind, seinen Frieden anzunehmen. Da steckt die ganze Formel drin. Er hat den Frieden auf die Erde gebracht für alle, die den Frieden annehmen. Das hat nichts mit all diesen politischen Dingen zu tun, ihr Lieben. Wenn wir Frieden im Herzen haben, entscheiden wir anders. Wenn wir Frieden im Herzen haben, reagieren wir anders. Und das spürt auch unser Nächster. Das heißt, wir sind selber für den Frieden auf dieser Erde verantwortlich, um uns herum. Du bist selber verantwortlich um den Frieden, der in deiner Familie ist. Diesen Frieden hineinbringen, diesen Frieden im Leben, dort, wo du arbeitest, dort, wo du bist, Friede auf Erden.
und den Menschen seines Wohlgefallens, wie wir das auch kennen, auch von den Weihnachtsliedern. Was heißt eigentlich Frieden? Frieden heißt nicht mehr arbeiten, Freizeit oder Geld zu haben, Entspannung oder so zu haben, sondern Friede ist eine Beziehung mit Jesus. Frieden ist ein Wissen, dass Gott mich immer liebt. Immer liebt. Das ist, Friede ist, Gott wohnt in mir. Und ihr Lieben, Friede ist, dass ich auch bei schmerzlichen Erfahrungen vergeben kann. Wirf all deine Lasten auf den Herrn, heißt es auch im Wort Gottes. Allen Unfrieden können wir ans Kreuz bringen. Und jetzt gibt es noch ein drittes Paket. Und ihr habt es bestimmt erraten. Das ist das ewige Leben, das Geschenk. Und das ist ein Geschenk, wo wir nicht sehr viel drüber nachdenken, in den Zeiten, in denen es uns so richtig gut geht. Aber wir wissen alle, ob arm oder reich oder welche Bildung oder welchen Titel wir haben, es geht mal hier auf der Erde zu Ende, aber auch an das hat Jesus gedacht. Er kam, damit unser Leben kein Ende hat, sondern nur ein Adresswechsel. Er kam auf diese Erde, damit wir ihn annehmen können, um, wenn wir hier nicht mehr leben auf dieser Erde, weiterleben können. Und auf dieser Erde versucht man so viele Dinge, um lang leben zu können. Da ist auch vieles nicht falsch dabei, aber wir wissen alle, irgendwo über 100, dann wird es doch ziemlich nahe an den Tag kommen, wo wir unsere Adresse wechseln. Es gibt ein ewiges Leben nach dieser Erde und wir entscheiden uns für so viele Dinge. Du hast dich schon für so viel entschieden, jetzt gerade in der Weihnachtszeit. Wem kaufe ich was? Manchmal ist das furchtbar. Du kommst in den Laden, es hat tausende Dinge und du findest nichts. Wem kaufe ich was? Du hast dich für deinen Beruf entschieden, du hast dich für deinen Ehepartner entschieden. Wir entscheiden uns dauernd für irgendwie etwas. Du hast dich entschieden, heute hier zu sein oder zuzuschauen. Aber hast du dich schon entschieden für das ewige Leben? Das ist eigentlich die wichtigste Entscheidung, die du zu treffen hast. Ewiges Leben ist der Sinn, ihr Lieben, von Weihnachten. Jesus kam und er wird so viel in der Krippe gefeiert. Das Kinderlein im Stalle und so weiter, wie süß und niedlich. Aber das Kinderlein ist groß geworden, das Kinderlein ist gestorben, ist begraben worden, ist auferstanden und hat den Tod besiegt, damit wir, das war der Sinn von Weihnachten, damit wir auch ewiges Leben haben können. Und hier auf der Erde eine Herz-zu-Herz-Beziehung mit unserem Herrn. Und das ist wirklich Weihnachten. Da können wir jeden Tag Weihnachten feiern. Frieden, Liebe, Geborgenheit. Gott ist das, wonach du wirklich schauen solltest. Mit ihm hast du nämlich alles, was du brauchst. Ihr kennt das, man kauft sich das, was man braucht und ein paar Tage später sagt man, ist doch nicht so gut, ich brauche was anderes. Er ist die Antwort auf dein Vakuum. 1. Johannes 5, Vers 20. Doch wir wissen, dass der Sohn Gottes zu uns gekommen ist, damit wir durch ihn Gott kennenlernen, der die Wahrheit ist. Durch Jesus Christus. Seinen Sohn haben wir Gemeinschaft mit Gott. Ja, Jesus Christus ist selbst der wahre Gott. Er ist das ewige Leben. Auch das hier steht drin. Ihr Lieben, durch Jesus haben wir Gemeinschaft mit Gott. Ohne Jesus geht das nicht. Er sandte den Heiligen Geist, damit er in uns wohnen kann. Und er ist der Vermittler und Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er kam auf die Erde wie wir. Und da heißt es in Jeremia 29, 13, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht. Ja, von ganzem Herzen. Nicht nur, ja, an Weihnachten suche ich Jesus. Das gönne ich mir. Nein, von ganzem Herzen. Keine Religion, sondern eine Beziehung mit dem lebendigen Herrn. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Die Weisen suchten Jesus, sie haben ihn gefunden. Und ich sage dir, Jesus ist nicht eine Religion, er ist eine Beziehung. Suche ihn von ganzem Herzen und du wirst ihn finden. Amen.